Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Heute mit allen außer Jonathan und wir schauen uns an die Wahrheit über Koffein von Simplicissimus, gewünscht von Lord Melloy. Vielen lieben Dank für den Wunsch und den Vorschlag. War das alles nur Einbildung? Meinst du? Das wäre crazy. 20. Oktober 1909. Eastridge, Tennessee, direkt an der Grenze zu Georgia. An der Straße hat sich ein Team an FBI-Agenten positioniert. Sie sollen einen Truck mit gefährlicher Ware abfangen. Bei Grenzübertritt halten sie den verdächtigen Lastwagen an. Kurzerhand beschlagnahmen sie die komplette Ladung. 60 Fässer Coca-Cola-Sirup. Der Inhalt sei mit einem süchtig machenden und gesundheitsschädlichen Stoff gepanscht. Koffein. 100 Jahre später sieht die Welt ziemlich anders aus. Starbucks, Monster, Club Mate und Pillen. Mindestens 80% der Weltbevölkerung konsumiert regelmäßig Koffein. Wahrscheinlich hast du selber gerade was im Blut, kannst vielleicht nicht einschlafen und gibst dir deshalb dieses Video. Monster Energy! Put it in your body and ask questions later. Ein Wissenschaftler nennt unseren Koffeinkonsum eine der längsten und größten unbeaufsichtigten Drogenstudien in der Geschichte der Menschheit. Und obwohl Koffein eine der meist untersuchten Substanzen der Welt ist, gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Einige Konzerne haben früh begriffen, wie viel Macht in diesem weißen Pulver steckt und seine Wirkung immer wieder heruntergespielt. Koffein ist ein globales Milliardenbusiness. Wie hat eine heute so selbstverständliche Droge die ganze Welt erobert? Und welche Gefahren bringt das mit sich? The world's most widely used mood-altering drug. Is the coffee all right? Okay, bin ich mal gespannt. Stimmung ist verändernd auf jeden Fall, weil nicht es nur macht ja wach, ne? Und ja. Ist Wasser in der Luft? Ist das die Definition von Droge, stimmungsverändernd? Nee, das ist eine Abhängigkeit, die davon auch kommt, oder nicht? Also gibt auch, wenn du Leuten, die regelmäßig morgens immer sagen, ich brauche 5 Kaffee, um wach zu werden, dann sag dir mal irgendwie mittwochs morgens oder montags morgens, oder heute gibt keinen Kaffee, dann haben die richtig gute Laune. Ist das... Ja. Ich meine, ein leckeres Wasser macht mich auch glücklich. Ja, Routine, weil... Ja, das ist halt die Frage, ist es eine körperliche Abhängigkeit oder ist es eine Routineabhängigkeit? Eine Routineabhängigkeit heißt ja eine Kopfabhängigkeit und damit auch wieder eine Abhängigkeit. Ja. Aber irgendwann wirkt das Zeug auch einfach nicht mehr. Ich kann mir das irgendwie reinschütten und danach schlafen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass du halt immer mehr brauchst, um das Gleiche zu erreichen, ne? Wahrscheinlich. Energydrinks und Kaffee können deinen Schlaf beeinflussen. Eine durchgelegene, versiffte Matratze mit einer viel zu starken Feder im Rücken ist auch nicht gerade optimal. Hier kommt Emma ins Spiel. Oh mein Gott. Bei Emma gibt es alles, was man für einen erholsamen Schlaf braucht. Oh die Schaummatratzen sind super bequem und fördern ergonomisches Schlafen. Bequem. Es gibt verschiedene Härtegrade. Perfekt für jeden Schlaftyp. Haben die bei dem hat auch nach dem Sale noch 6 Monate lang gültig. Der Versand ist bei allen Produkten kostenlos. Checkt den Emma Shop gerne mal ab. Ja. Ein Link ist in der Beschreibung. Die Dream ist der Code. Ja, oder den von denen. Ne, ich finde es immer blöd, wenn wir unseren eigenen Code nennen, wenn wir gerade deren Arbeit gucken und die da selber einen Sponsor drin haben. Das ist richtig, tippt Simple ein. Simply. Ja. Glaube ich mal. Guck das, wie ich Koffein ist. Pflanzen benutzen Simply. Koffein. Es war Simply. Um sich vor Fressfeinden zu schützen. Man findet es in Kaffeebohnen, Kakaobohnen und Teeblättern. In reiner Form ist es ein weißes Pulver, schmeckt bitter und leicht. Das ist, um sich vor Fressfeinden zu schützen, aber wenn die Fressfeinde das fressen, werden die da abhängig davon. Dann heißt, die fressen das dann noch mehr. Ja, nee, also die werden dann blöd, so aufgedreht, dass sie tot umfallen einfach. Vielleicht. Nicht seifig. Ein 16. Teelöffel macht dich morgens gut wach. Ein 1/4 Teelöffel führt zu Herzrasen, Schweißausbrüchen und Angstzuständen. Ein Esslöffel davon würde dich umbringen. Ein moderater Kaffeekonsum kann aber sogar gesund sein. Er senkt das Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Parkinson, Demenz und wahrscheinlich sogar Depression. Die Menschheit liebt Koffein. Und das bereits seit mehreren Jahrhunderten. Europa im Mittelalter. Espresso ist einfach nur das italienische Wort für schnell und Monster sind noch richtige Monster. Zum Frühstück gibt es eine kräftige Biersuppe, zur Mittagspause ein Glas Bier und zum Abendbrot natürlich Bier. Alle trinken Bier immer. Nicht unbedingt wegen des Alkohols, sondern weil es viel...
Ich glaube, das wäre richtig ekelhaft gewesen. Ja, aber du kennst ja das andere gar nicht. Also klar, du kennst nur dieses. Außerdem, das Reinheitsgebot gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Das stimmt auch. Das stimmt, aber die Grundlage dafür, die war ja, halt. Ich glaube, das war auch nicht alles so gut gekühlt. Vielleicht war das ein bisschen wässriger, aber du kennst das andere richtig, ja nicht. Das war wahrscheinlich nicht so gut gekühlt. Das hatte auch nur ganz wenig Umdrehung. Das war ja nur da, weil Wasser halt schmutzig war. Deswegen ja, genau. Damit das ein bisschen sauberer ist, was der jetzt erklärt. Keimfreier ist als Wasser. Der durchschnittliche Engländer trinkt 3 Liter pro Tag, Kinder mit eingeschlossen. Im 16. Jahrhundert verwundert ein heißes, schwarzes Getränk aus dem Nahen Osten die Europäer. Es sieht anders aus als Bier, es schmeckt anders als Bier und es hat eine andere Wirkung als Bier. Und es Kaffeetrinker heißt, gelten bald als produktiv. Und es heißt Bier. Bürgerlich. Biertrinker hingegen als faul und gemütlich. In London gibt es im Jahr 1700 bereits 3000 Kaffeehäuser. Dort blühen Handel, Literatur, Wissenschaft und Philosophie auf. Einige Historiker behaupten sogar, dass die Aufklärung und Industrialisierung ohne Kaffee nicht möglich gewesen wären. Gleichzeitig ist Kaffee damals extrem. Ich muss noch dazu sagen, also wenn ich jetzt Bier trinke, motiviert mich das nicht so sehr zu arbeiten, wie wenn ich Koffein konsumiere. Vielleicht da war da auch ein Stückchen Wahrheit mit drin. Aber ja, du bist doch einfach nur länger wach. Aber Peter, ich habe eine Frage. Wie oft stehst du auch morgens auf? Zum Beispiel jetzt vor den Aufnahmen trinkst Koffein? Jeden Tag. Okay, aber hast du schon mal probiert, einfach mal morgens ein Bier zu trinken? Ja, wirklich, dann bist du einfach besser drauf. Ja, hast du das schon mal gemacht? Nee, hab ich noch nicht gemacht. Das heißt, du kannst das ja gar nicht einschätzen. Mach mal eine Studie. Das ist ein guter Punkt, natürlich. Bram, hast mich überzeugt. Ja, oder? Ja. Ich probiere dann auf der Gamescom mal. Ja. Ist das nicht einfach nur dafür da gewesen, damit wenn du, sagen wir mal, an deinen ellenlangen Forschungen sitzt und dir abends denkst, boah, ich bin schon so müde, dann ziehst du einfach Kaffee rein und dann... Ja, genau. Ach so, nee, das heißt ja Kaffee. Habe ich ganz vergessen. Mach nicht den. Ja, aber guck mal, wenn du da an deinen ellenlangen Forschung sitzen würdest, würdest du dir stattdessen Bier reinziehen, dann kannst du das aber knicken mit der Forschung. Ja, bei Bier ja auch. Schon. Also zum einen, irgendwann macht dich das ja nicht nur müde, sondern man sagt ja immer hier, Bier ist ja auch so wie ein Grundnahrungsmittel. Das heißt, du kriegst so ein Völlegefühl. Wobei, da habe ich auch noch eine Frage. Ich meine, du trinkst ja, wie viel Koffeindosen oder Portionen trinkst du dir denn morgens? Eine Dose. Ja gut, dann dürftest du ja abends ja auch nur ein Bier trinken. Ja, könnte man irgendwie, achso, abends, ja. Aber auch dann hätte das ja nicht unbedingt einen wachmachenden Effekt. Ja, aber weißt du, wie oft hast du denn abends schon mal nur ein Bier getrunken? Ja gut, dann weiß doch die Welt, dass Alkohol nicht wach macht. Ja, aber vielleicht ist das ja alles fake, weil die Leute... Das ist die Frage der anonymen Alkoholiker. Ja. Gar nicht. Peter, widerlegt das. Genau, weißt du, die Bierindustrie wird es dir danken. Wenn du abends einfach nur ein Bier mal trinkst, ja? Ja, oder dreh doch einfach um. Voller Energie. Dreh doch einfach um. Morgens ein Bier und abends eine Dose. Oh Gott, ist das schrecklich, die Vorstellung. Wollen wir nicht Bier rausbringen mit Koffein drin? Ja, hier, wie heißt das denn? Hier, Kaffee Espresso. Nee, wie heißt denn das nochmal? Kaffee Espresso, so ein Quatsch. wie heißt dieser Drink, Bram, den du manchmal auch gerne trinkst mit Koffein? Mate. Eulebier. Irgendwas Bier mit Espresso, glaube ich. Martini Espresso trinke ich gerne. Martini Espresso heißt das. Okay, dann habe ich das irgendwie nicht gut im Kopf gehabt. Ja, okay. So was halt. Da hast du beides. Ist die Combination. Ich glaube, du solltest morgen einfach Vodka E macht dich auf jeden Fall fit. Und abends trinkst du mal 10 Dosen Red Bull oder so. Ja, oder klingt nach einer Scheißidee, ehrlicherweise. Gibst du dir richtig. So, zurück zum Aufstieg des Kaffees. Oder Kaffees. Umstritten. Charles II. Glaubt, dass sein Volk auf Kaffee seinen Umsturz planen könne. Kurzerhand spricht er ein Verbot aller Kaffeehäuser aus. Was? Der Aufruhr ist so gewaltig, dass er das Verbot nur wenige Tage später zurücknimmt. Friedrich der Große verbietet Kaffeeröstereien. Um gegen den aufblühenden Schwarzmarkt vorzugehen, stellt der preußische König 400 sogenannte Kaffeeschnüffler ein, die illegale Kaffeeröster aufspüren sollen. Nach seinem Tod wird das Verbot direkt wieder aufgehoben. Kein Koffeinverbot hatte in der Geschichte der Menschheit langfristig Erfolg. Dafür hat auch der größte Getränkehersteller der Welt höchstpersönlich gesorgt. Money, money, money. Coca-Cola wurde von einem Apotheker namens John Pemberton erfunden und zunächst als Arzneimittel beworben. In der Werbung heißt es damals, es würde Kopfschmerzen, Hysterie und Melancholie heilen. Aber es hat vor allem einen Vorteil. Es macht wach, weil Kokain und Koffein drin ist. Das Kokain muss Coca-Cola bei sein. Diese Kombo ist schon so 10 von 10. Ja. Kokain und Koffein, rein damit. Entfernen. Aber Koffein ist weiter drin. Und zwar reichlich.
Das Getränk enthält Anfang des 20. Jahrhunderts so viel davon wie heutige Energy Drinks. Einem Mann ist das Koffein von Anfang an ein Dorn im Auge. Boah, das sieht aber so aus, als hätte er schon zwei Dosen offen, ey. Der, mit dem weit aufgerissenen Augen. Zwei Bier hat er getrunken. Ja. Harvey Washington Wiley. Er ist der Chef des Bureau of Chemistry, Vorläufer der mächtigen Lebensmittelbehörde FDA. Er kann nicht fassen, dass schon vierjährige Kinder Cola trinken. Seiner Meinung nach ein Stoff, der genauso abhängig mache wie Opium. Er erklärt Coca-Cola kurzerhand den Krieg und beauftragt das FBI, eine Ladung des Teufelszeugs zu beschlagnahmen. Es kommt zu einem spektakulären Gerichtsprozess, der wegweisend für koffeinhaltige Getränke sein wird. Ganz Amerika schaut zu. Die bald mächtigste Regierung der Welt gegen den bald größten Getränkehersteller der Welt. Wiley und seine Behörde berufen mehr als... Ist Pepsi nicht viel größer? Meinst du, Simplicissimus würde einfach so einen Quatsch erzählen im Video? Also Pepsi hat zumindest doppelt so viel Umsatz letztes Jahr gemacht wie Cola. Okay, das ist ja schon mal ein ganz... Ja, das ist richtig. Pepsi ist das Größte, danach ist Anheuser-Busch in Bev und danach kommt Coca-Cola. Ich denke, das ist wieder so eine Sache, je nachdem, wie du die Statistik lenkst. Die meiste Cola oder whatever oder die meisten Brausegetränke oder... Pepsi-Cola hat Market Value von 178. Pepsi Max ist so einfach 10 von 10 geiler als Coca-Cola Pepsi Zero. Pepsi ist doppelt so stark wie Coca-Cola. Vielleicht bezieht er sich darauf, dass Coca-Cola mal das größte Getränkeunternehmen war. Ja. Oder in der Einzelmarke das stärkste. Also wenn Pepsi ich mir über die Statistik angucke, dann geht die so weit zurück, da war Cola noch nie größer als Pepsi. Ja, aber kann wirklich sein, dass die einzelne Cola halt irgendwie stärker, wer weiß. Ja, was soll das? Das ist ja dann hier absoluter Schmutz. Also Coca-Cola ist eingeführt worden 1886, Pepsi erst 1893. Das heißt, 7 Jahre lang war Coca-Cola viel größer als Pepsi. Ja, stimmt natürlich. Ja, finde ich jetzt aber auch weird, ey. 20 Zeugen, darunter Ärzte, Wissenschaftler und regelmäßige Cola-Trinker. Im Schlusswort sagen sie selbstsicher, Koffein ist eine Droge mit Tendenz zum Giftigen. Coca-Cola gibt kurzerhand selbst eine Studie in Auftrag, da es zu dem Zeitpunkt so gut wie keine Koffeinstudien an Menschen gibt. Sie engagieren einen jungen Psychologen, geben ihm einen Haufen Geld und lassen ihn in wenigen Wochen etliche Experimente durchführen. Der junge Wissenschaftler liefert entlastende Ergebnisse. Sein Fazit vor Gericht: Komisch. Koffein ist unbedenklich. Besser noch, Koffein wirkt physisch und psychisch leistungssteigernd. Jackpot. Coca-Cola gewinnt. Später gibt es aber noch eine außergerichtliche Einigung und Coca-Cola reduziert seine Koffein. Die selber bezahlt haben, haben die gewonnen? Das ist ja komisch. Also, das war eine unabhängige Studie von der Coca-Cola Foundation. Das habe ich ja auch nicht erwartet. Ingehalt. Was aber in der Öffentlichkeit hängen bleibt, Coca-Cola gewinnt. Und Koffein ist eine Wunderdroge ohne Nebenwirkungen. Kann es sein, dass... Bei PepsiCo, ihr seid nach PepsiCo gegangen, ja, oder? Ich habe einfach nur nach PepsiCo. Ja, größere Getränkemarken, ja. Weil die machen ja nicht nur. Das meinte ich ja vorhin, dass das die größte Company ist, aber nicht das größte Einzelprodukt. Ja, nicht nur Einzelprodukt, sondern die machen ja auch, keine Ahnung, Chips und so ein Shit. Ja, ist ja auch. Und Coca-Cola macht. Achso, ich dachte, du also meinst. Also die Cola an sich ist ja ein Einzelprodukt und die PepsiCola auch ein Einzelprodukt, aber PepsiCo ist halt giga, was Produktpalette angeht. Du hast bei einem sehr interessanten Bild gestoppt. Weißes Pulver gleich geil. Ja. Das finde ich gut. Okay, ich habe Kokain drin. Ich habe zumindest einen Market Share gefunden zwischen der Coca-Cola mit Zucker, also der ganz klassischen Coke versus die klassische Pepsi in Market Share 2001. Und da hat Cola 48% und Pepsi nur 20,5%. Mm. Ja. Also ist das bessere Produkt zumindest. Das beliebtere Produkt. Ja. Und so beginnt ein Jahrhundert des hemmungslosen Koffeins. Ja, damals waren da wenigstens noch große Flaschen, nicht diese 0,25 Tuddelmuddel-Dinger da, die du einmal so ausgetrunken hast. Ja, das ist ja auch so ein europäisches Ding. In Amerika habe ich keine Flasche gesehen, die kleiner ist. Da gibt es keine Flaschen, da gibt es nur Spender. So. Wenn ich mir überlege, Refill. So diese 5 Liter Eimer, die du da irgendwie im Kino kriegst. Alter, ja. Das ist ekelhaft. Das ja, kann das ich so auch geil. Nicht auftrinken. Nee, ja nicht. Und da muss ich mal schiffen. Ach so. Red Bull verleiht Flügel.
Edusho, Jakobs und Chibo dominieren in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg den wachsenden Kaffeemarkt. In den USA trinkt man schwarzen Filterkaffee oder koffeinhaltige Softdrinks. Als Starbucks in den 90ern richtig Fahrt aufnimmt, läuft das Unternehmen dem langweiligen Filterkaffee den Rang ab. Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Das Erfolgsrezept? Eine Röstung, durch die der Kaffee weniger bitter schmeckt. Das war wahrscheinlich Zucker. Die größte Beleidigung, die du damals kriegen konntest. Ja, wow. Sahne und sehr große Portionen mit entsprechend viel Koffein. Und als man dachte, es könnte nicht noch mehr Koffein und Zucker in ein Getränk passen, betreten Energy Drinks die Bühne. 1987 kommt die erste Red Bull-Dose auf den Markt. 10 Jahre später gibt es unzählige Anbieter, die sich mit immer größeren Dosen und noch mehr Koffein übertrumpfen. Teils gibt es 700-Milliliter-Dosen. Und ehe man sich versieht... Ja, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es immer noch schwach, dass Faxe immer noch die größte Dose hat. Ja, stimmt. Geile Faxe-Dose. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in den USA war, wir uns dann Monster, glaube ich, geholt haben. Und da auf der Zutatenliste so von den täglichen, was du so brauchst, einfach Totenköpfe waren. So. Okay. Okay, verständlich zumindest. Kann man auch als Werbe. Ja. Als Werbung nutzen, ne? Bringt dich um. 2023 und Koffein ist überall. Eine hunderte Milliarden schwere Industrie. Mittlerweile sind 100 Jahre vergangen seit Coca-Colas Gerichtsprozess. Und in der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass die Wunderdroge vielleicht doch ein paar Nebenwirkungen hat. Eins vorweg, Koffein ist keine gefährliche Teufelsdroge. Es ruiniert keine Leben, zerstört keine Familien. Es gibt zwar Fälle von Koffeinvergiftungen, Notaufnahmen und sogar Todesfällen, aber die sind extrem selten. Laut Experten kann man als Erwachsener jeden Tag unbedenklich 4 Tassen Kaffee oder 2 Monster Energy trinken. Als Jugendlicher ungefähr halb so viel oder sogar nur ein Viertel. Monster Energy ist natürlich abseits davon wegen des ganzen Zuckers turbo-ungesund. Bitte trinkt nicht täglich 1 Liter Monster. Manche Menschen reagieren aber besonders sensibel auf Koffein. Sie können schon nach einer Tasse Kaffee Herzrasen oder Schweißausbrüche bekommen. Das ist genetisch bedingt. Andere können auch nach einem doppelten Espresso zum Nachtisch scheinbar noch wie ein Baby schlafen. Die richtige Dosis ist individuell. Das finde ich krass. Doch auch bei ersten... Ja, das habe ich halt auch. Also bei mir wirkt das Zeug einfach nicht. Aber das klang jetzt ja gerade nicht durch eine Abnutzung, sondern durch eine genetische Bedingung. Genau. Ja, jeder ist ja anders, ne? Also ist ja nicht jeder Mensch gleich. Ja, also auch noch gut schlafen. Bekannter von mir hat damals auch relativ viel Energy Drinks getrunken. Und da hat der Arzt damals gesagt, hören Sie mal bitte auf, sonst müssen wir irgendwie Herzsachen machen. Naja. Fabian Sigismund hat das auch mal erzählt. Da weiß ich noch Bilder aus seinem Büro oder als ich da war, da waren sehr viele Dosen. Sehr viele Dosen. Der ist ja, also muss man sagen, wenn man sich den mal anguckt, der lebt ja jetzt nicht gerade ungesund. Nee, der ist super sportlich. Aber wenn du das quasi so trinkst wie Wasser, über Wochen, über Monate, dann ist das, glaube ich, echt richtig scheiße. Mal unbedenklichen Mengen Koffein gibt es versteckte Gefahren. In einer Untersuchung haben Forscher Versuchspersonen einen Softdrink mit neuer Geschmacksrichtung gegeben. Einmal mit Koffein, einmal ohne. Die Personen wussten nicht, welches war. Das mit Koffein war der klare Favorit. Obwohl der Koffeingehalt von Coca-Cola und Co. so gering ist, hat es einen spürbaren Effekt. You know, at a lower level, caffeine just sort of makes you feel good. It gives you a little bit of a boost. Und schon dieser kleine Boost führt dazu, dass wir häufiger zu den koffeinhaltigen Softdrinks greifen. You might not even notice that subtle boost, but you will be more likely to pick up that product again than say an uncaffeinated product that didn't make you feel good. Das ist übrigens Murray Carpenter, Journalist und Autor des spannenden Buches Caffeinated. Unser Körper mag Koffein so gerne, dass er unbewusst fast alles bevorzugt, wenn es Koffein zugesetzt hat. In einem Versuch haben Teilnehmer geworden. Ja, krass. Früher war das ein Beruf, heute können wir dann einfach alles klattert. Ich hab das gar nicht so. Also ich trinke zwar auch gerne mal eine Cola, aber grundsätzlich trinke ich lieber Wasser. Also kein Kaffeetrinker? Ja, das stimmt schon. Aber ich trinke morgens fast immer einen Kaffee, Aber mehr kann ich auch nicht trinken, weil dann ist mir das zu viel. Und wie ist das mit dem weißen Pulver, was du immer über dein Essen streust? Das ist Umami. Das ist Umami, also. Aber also ich meine, wir sind dafür ja auch bezahlt worden, aber es gibt ja von Gamers Only sowohl die Vitamin- als auch die Performance-Sachen und ich habe einfach die Vitamin-Sachen, so, die sind halt ganz nett, aber wenn, will ich doch, also ich für mich, das Koffein haben, deswegen habe ich auch lieber die Performance-Sachen getrunken.
Auf jeden Fall. Allerdings morgens brauche ich gar keinen Koffein mehr. Immer sogar koffeinhaltigen Joghurt gefeiert. Koffein kann eindeutig körperlich abhängig machen. Das sagt Dr. Roland Griffiths, einer der Wo? Ich will ihn! Nur ein Koffeinsteak, ja? Wir müssen mal die ganzen Maluka fragen, dann kriegst du das direkt mit Koffein und ganz viel Protein. Nee, was ist da drin? Wen müssen wir fragen? Luca. Luca, Proteine. Ja, Proteine ist es, oder? Ja, aber was ist mit Koffein-Chips? Also das wäre doch mal eine Killer-Kombo, weil du das Salz und so, das wirkt ja sowieso schon dazu, dass du die ganze Tüte leer frisst und dann auch noch Koffein dabei. Bäm, Junge! Wir müssen in den Einzelhandel. Wir müssen in den Einzelhandel, Zwinker. Führenden Forscher auf dem Gebiet dazu. The drug that more people in the world are dependent on is caffeine. But it's the world's most widely used mood-altering drug, and it turns out that it does produce physical and psychological. Aber wenn man überlegt, ja, also seitdem wir Koffein entdeckt haben als Menschen, seitdem ist die Lebenserwartung ja kontinuierlich gestiegen. Also würde ich sagen, das wird gut. Ja, Case closed. Aber also am Anfang wurde doch auch gesagt, eine geringe Dosis pro Tag ist auch gut für Herz-Kreislauf, ja, Krebs, ja. Gedöns. Ein, zwei Faxe und dann ab dafür. Wenn du überlegst, die Menschen der Steinzeit hatten kein Koffein, wir haben heute Koffein und fliegen mit Stealth-Bomben in Überschallgeschwindigkeit durch die Gegend. Na? Ohne Koffein wäre das nicht möglich. Ja. Diese leichte Abhängigkeit entstehe laut Griffiths schon bei geringen täglichen Dosen, einer kleinen Tasse Kaffee. Und das lohnt sich für die Industrie. 8 der 10 beliebtesten Softdrinks in Deutschland und den USA haben Koffein zugesetzt. Der Stoff verleitet so unbewusst zu höherem Zuckerkonsum. Und Zucker selbst ist ziemlich ungesund. Coca-Cola behauptet, sie bräuchten Koffein für den Geschmack ihrer Coke. Tatsächlich können Bitterstoffe den Geschmack abrunden. Allerdings könnte Coca-Cola auch jede andere bitter schmeckende Substanz benutzen. Vielleicht eine, die nicht schon in kleinen Mengen so ein bisschen abhängig macht. Wissenschaftliche Blindverkostungen haben außerdem ergeben, dass die allermeisten Menschen Koffein in Coca-Cola nicht erschmecken können. Wieder besseren Wissens hält der Konzern an dem Geschmack. Bei solchen wissenschaftlichen Tests, weiß man da vorher, worum es geht? Also musst du ja, weil du musst ja auch Konsent geben, daran mitzumachen. Aber wenn du halt, also ich frage mich immer, wie sehr die Psyche damit spielt, weil, okay, du kriegst halt ein Getränk und du weißt, okay, entweder ist da Koffein drin oder nicht. Wenn du da mit der Erwartungshaltung dran gehst, okay, da ist Koffein drin, kriegst du das dann auch mehr mit? Also beeinflusst dich das nicht volle Kanne? Bestimmt, aber wenn du tausende Leute fragst, dann wird sich das wahrscheinlich wieder bügeln. Ja, wahrscheinlich. I think when Coca-Cola has said that, I would have to say it's disingenuous, because Coca-Cola scientists know full well everything that we know about caffeine. Energy Drinks haben genauso viel Zucker wie eine Coke, dafür aber dreimal so viel Koffein. Für die meisten Erwachsenen ist das, wenn sie es nicht übertreiben, kein Problem. In Europa konsumieren allerdings 2 von 3 Jugendlichen und sogar jedes 5. Kind Energy Drinks. Ja. Minderjährige vertragen Koffein viel schlechter als Erwachsene und sind deutlich empfindlicher. Studien zeigen, dass zu viele Energy Drinks für Jugendliche und Kinder wirklich schädliche Nebenwirkungen haben können. Dann wurden bei diesen jungen, gesunden Erwachsenen adverse Effekte beobachtet, also wie Herzrasen, Angstzustände, Nervosität und auch Veränderungen im EKG. Es gibt viele Hinweise, dass langfristiger Energy-Konsum bei Kindern und Jugendlichen zu Herz-Kreislauf-Problemen führen kann. Leider gibt es aber noch keine abgeschlossenen Studien dazu. Verbraucherschützer und Kinderarztverbände fordern unter anderem deshalb strengere Regeln. Dazu gehören zum Beispiel Werbeverbote von Energy Drinks an Jugendliche und besonders Kinder. Diese Gefahren von koffeinhaltigen Getränken wurden lange nicht ernst genommen. Auch dank der jährlich millionenschweren Lobbyarbeit von Softdrink und Energy Drink Konzern. Eine der wichtigsten Lobbygruppen ist die American Beverage Association, die 1919 gegründet wurde. Dahinter stecken Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper und viele weitere. Sie finanzieren Wissenschaftler, die ihre Sicht auf Koffein und Zucker bestätigen. Die Gruppierung argumentiert zum Beispiel gegen eine härtere Regulierung. Das ist aber jetzt, hier muss man sagen, schon ein bisschen so
Framing, ne? Da wird so unabhängige Wissenschaftler werden von der ABBA hier finanziert, ne? Und dann heißt es, die würden die Ergebnisse in deren Sinne. Also das finde ich jetzt schon. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Das waren, glaube ich, die Klimaleugner-Wissenschaftler, die immer so für die AfD und so die Studien liefern. Ja, ja, zum Beispiel gibt es auch. Gibt auch Wissenschaftler, die gesagt haben, Tabak ist gut. Ja, oder. Ja, aber das ist ja relativ aktuell. Das ist ja auch nicht falsch finanziert. Allerdings würde mich mal interessieren, steht denn überall so ein Hinweis drauf, so von wegen, yo, niemals mehr als, keine Ahnung, eine Dose, ein Getränk oder so pro Tag trinken, weil dann wird es ungesund, oder ist das einfach YOLO rein? Also ich glaube, Christian, selbst wenn das da drauf steht und da steht bestimmt was drauf, dann juckt das doch keine Sau. Also wenn ein Jugendlicher sich eine Dose im Supermarkt kauft, dann liest er sich doch nicht die Sachen drauf, also vor, ja gut, die da drauf stehen und denkt sich, Mensch, geil, ich darf nur eine Dose. Dann ist dir ja dein, dann gehst du ja eh daran nach dem Motto, mein Körper ist ein Tümpel. Ja. Und dann kannst also, du dich als Jugendlicher war ich nicht viel anders. Also ich kann, also. Das ist schon richtig, aber dann kannst du dich ja auch eigentlich wenig beschweren, oder? Also ich habe hier so eine Dose von einem Energiegetränkeunternehmen in der Hand und da steht zumindest drauf, für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. In moderaten Mengen konsumieren, eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen. Okay. Also das ist, aber ich finde, das ist halt immer so ein bisschen auch Erwartungshaltung. Also so das, was du halt zu dir nimmst. Also mal angenommen, du trinkst jetzt jeden Tag irgendwie 5 Energies mit Zucker. Und dann wunderst du dich irgendwann, also wirklich, dass es dir körperlich schlechter geht? Das glaube ich eigentlich nicht. Ja, wenn du das nicht weißt, wer soll es dann wissen? Wenn du dich nicht aufklärst, siehst du den Zusammenhang ja erstmal nicht. Genau. Aufklärung ist da ganz wichtig. Von Energy Drinks in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Lobbyarbeit, eine leichte Abhängigkeit und vor allem die wachmachende, leistungssteigernde Wirkung. All das hat zum Siegeszug von Koffein beigetragen. Die bei Friends, die waren ja immer im Café, ne? Die haben auch immer Kaffee gesoffen. Da fand ich da die Sitcom How I Met Your Mother schon, also mochte ich da lieber. Die haben nämlich immer Bier gesoffen. Ja, und überleg mal auch in Relation, wie leistungsfähig die Charaktere aus How I Met Your Mother waren, auch jobtechnisch, ja, Ted Mosby, krasse Architekt und so weiter. Bei Friends alle arbeitslos irgendwie, ja, zwischendurch. Das stimmt überhaupt nicht, war gar nicht alle arbeitslos. Ja, ich bin hier Paläontologe, ja, und bin voll krass Durchschnittsboy, ja. Rachel hat auch mal gearbeitet. Okay, Barneys Küchen an, ja. Ja, okay, aber guck dir hier, ne, Dingens, wie hieß denn der nochmal? Verdammt. Dingenskirchen. Von wem? Batman an. Von Friends, der Lustige. Joey. Chandler. Chandler war doch in so einem IT-Informationsverarbeitungsunternehmen. Ja, der war irgendwie. Der hat auch gut verdient. Support, ja. Monika war eine Köchin. Ich hab witzigerweise gestern mal so aus Just for the Lulz nach den Preisen in New York geguckt. Und sowas wie Upper West Side war irgendwie bei 60 Quadratmetern für 4.000 irgendwas Dollar im Monat. Ja, entspannt. Ja, deswegen haben die auch in WGs gewohnt, weil bei denen lief nicht. 16 Quadratmeter? 60. Okay, 60, immer noch schlimm. Doch, ja, bei How I Met Your Mother haben die auch in WGs gewohnt. Ja, aber Kostenbewusstsein, nicht weil nicht lief. Ja. Die hatten mehrere WGs, nicht nur eine. Und woran lag das bei How I Met Your Mother lief, Peter? Die haben abends Bier getrunken und keinen Kaffee. Das ist, der Kreis schließt sich hier. Argumentiert da nicht mehr gegen. Warum sollte man ein Wundermittel, mit dem man auf Knopfdruck produktiv werden kann, hinterfragen? Koffein ist perfekt für unsere hyperschnelle, leistungsbetonte Zeit. Es ist aber auch eine Zeit, in der das Abschalten für viele immer schwieriger wird. Man vergisst es zwar schnell, aber körperliche und geistige Erholung sind extrem wichtig für unser Wohlbefinden. Und absolut. Koffein kämpft teilweise aktiv dagegen an. Koffein blockiert die Aufnahme des Botenstoffs Adenosin. Adenosin sagt okay, pass auf, uns, ja, aber dass guck dir doch mal an. Wer will denn den Dude da rechts? Doch, den kennt doch jeder. Kennst du nicht den Song? Adeno. 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 Adenosi. Adeno. Doch, jetzt wurde es gesagt. Müde sind. Auf Koffein kommt diese Nachricht nicht an. Der Körper will sich eigentlich ausruhen, wir fühlen uns aber wach. Und das ziemlich lange. Etwa 5 Stunden nach einer Tasse Kaffee hat unser Körper erst die Hälfte des konsumierten Koffeins abgebaut.
Und nach 12 Stunden ist immer noch ein Viertel der Dosis in unserem System. Wenn du dir um 14 Uhr einen großen Latte reinballerst, hast du um 2 Uhr nachts noch das Äquivalent einer halben Dose Red Bull in Dosis. Der fängt mit dem Koffein Wording schon richtig an, muss ich sagen. Der geht schon nicht so ballern jetzt so langsam. Dazu, dass du später einschläfst und auch früher aufwachst. Und es zerpflückt deinen Tiefschlaf. Die Schlafphase, die am wichtigsten und erholsamsten ist. Morgens wachen wir dann müde auf, obwohl wir solide 7 bis 8 Stunden geschlafen haben. Und was richtig hilft solide gegen die morgendliche Müdigkeit? Oh shit, Mario, here we go again. Viele trinken Kaffee am Morgen, um ihr kaffeebedingtes Schlafdefizit auszugleichen. Kaffee ist oft die Lösung für das Problem, das er selbst geschaffen hat. You can get into a sort of vicious cycle with caffeine, for sure. Ein temporärer Kaffeeentzug fällt den meisten Menschen. Wenn Kaffee ja als Droge spezifiziert ist, hast du dann nicht auch einfach Entzug über die Nacht, weil du ja 8 Stunden mindestens dann nichts getrunken hast? Deshalb finde ich das mit dem Titel Droge halt schwierig. Ich finde, also... Ja doch, du wirst ja abhängig davon. Also das haben wir jetzt schon mehrere Leute gesagt. Nee, du wirst nur abhängig, weil du die gleiche Leistung halt erbringen möchtest. Wait, aber der hat doch von körperlicher und psychischer Abhängigkeit gesprochen, der Typ eben. Ja, weil du dann in dieses Down kommst und dieses Down nur bekämpfen kannst wieder mit einem Up. Aber das ist eine körperliche Definition von Abhängigkeit. Ja, das sehe ich nicht so. Du kannst ja jederzeit raus. Das ist halt Hör doch einfach auf. Und zwar leicht, aber es gibt dennoch deutliche Entzugserscheinungen. Unter anderem Kopfschmerzen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und Konzentrationsschwierigkeiten. Sie können bereits nach 12 Stunden auftreten und dauern 5 bis 7 Tage an. Vor ein paar Jahren wurde... Meine Frau hat auch vor einigen Monaten komplett angefangen, auf Koffein zu verzichten und hatte auch am Anfang Entzugserscheinungen. Hat sie dich auf... Okay. Welche denn? Peter verprügelt. Nein, die da gerade standen quasi. Okay. Stand vor der Peter. Das war das Wetter, Peter. Geht dir das nicht ein? Koffeinentzug sogar als psychisches Krankheitsbild in das diagnostische Handbuch US-amerikanischer Psychiater aufgenommen. Mehrere Studien deuten außerdem darauf hin, dass Menschen mit hohem Koffeinkonsum langfristig anfälliger für Müdigkeit sind. Für den gleichen Effekt müssen sie immer mehr Koffein konsumieren. Für einen gesunden Schlaf empfehlen Experten, eliminating caffeine, say 6 or 7 hours before bedtime, seems to be a very good habit. Ja, morgens ein Kaffee ist mega. Begann als ein Versprechen. Eine Gesellschaft der Besoffenen wurde zu einer Gesellschaft der wachen, klardenkenden, produktiven Kaffeetrinker. Echt, was hier fand, die internationale Großkonzerne nutzen die abhängig machende Wirkung, um trinkbaren Zucker noch attraktiver zu machen. Sie verschleiern, spielen herunter und betreiben Lobbying. Dazu nehmen sie auch in Kauf, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen potenziell zu schädigen. Heute ist Koffein die Droge unserer Zeit, ohne krasse Nebenwirkungen. Doch der subtile Beigeschmack von Koffein ist immer, du musst dich nicht ausruhen, wenn du müde bist. Trink doch einfach einen Kaffee. Dabei ist es extrem wichtig, ab und zu mal auf die eigene Müdigkeit zu hören und abzuschalten. Oh. Wobei man ja selbst, also war das nicht bei The Sims auch so, wenn dein Sim müde ist, trinkt er einfach ein bisschen Kaffee oder Espresso oder so. Dann kann er wieder ein bisschen länger wach bleiben. Das ist auch das Sim-Framing schon mal hier passiert ist. Aber wenn die wirklich... Gegenüber den Bierleuten. Wenn die Wissenschaftler sich da teilweise einig sind, dass du halt eine körperliche, psychische Abhängigkeit bist und das auch eine Droge ist, kann ich dann einen Entzug über die Krankenkasse machen? Bestimmt, wenn du krass genug abhängig bist von Koffein, von einer Tasse Kaffee, würde man, glaube ich, noch nicht von krasser Abhängigkeit. Also, liebe Krankenkasse, ich trinke ungefähr 10 Tassen Kaffee am Tag. Wir wollen das ein bisschen runterfahren. Bezahlt mir mal bitte 6. Ich würde vermuten, dass das nicht funktioniert. Aber einen Antrag hast du auch noch nicht abgeschickt. Peter, heute sind ganz viele Assumptions von dir, die ganze Geschichte. Deswegen habe ich auch gesagt, ich würde vermuten. Ich höre nicht so, als wäre das jetzt hier Fakt. Nein, sag ich auch nicht. Vielleicht aber ich arbeite, du bewegst dich heute auf der Vermutungsseite des Lebens, ne? Vielleicht gibt es ja schon Fälle oder jemand arbeitet bei der Krankenkasse und kann das mal schreiben. Ich finde, Peter, du sollst jetzt erstmal ein Bier gönnen, um deine Leistungsfähigkeit zu steigern. Schwierig ist die ganze Jugendliche- und Kindergeschichte, dass man da halt genauso wie beim Alkohol das einfach zu krass eskalieren kann und die schädigen kann. Das Lustige ist, den Witz gibt's ja schon seit... Kennt ihr noch Kevin allein zu Hause, wo die schon einen Witz gemacht haben, dass Fuller abends wieder eine Cola getrunken hat und dann wieder so hieß der hyperaktiv doch. Hyperaktiv ist. Ja, ja, genau. Also bei Kindern ist halt auch so eine, ich glaube, also Zucker abends und Koffein auch keine sind für Cola Kinder mehr auch trinken oder so ein Shit. Ja.
Peter, ich habe eine Frage. Hast du Bock auf ein Experiment mit mir? Jetzt zur Gamescom-Woche? Ja, weißt du, wie hieß nochmal der Schauspieler, der Le Chiffre gespielt hat aus James Bond? Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Der hat einen Film gemacht, der heißt Im Rausch, ja? Und der macht das Experiment, die ganze Zeit einen Pummel zu halten. Sollen wir das mal machen? Weil man dann wohl so ein Equilibrium im Körper hat, haben wir das ausgeglichen. Ihr müsst ja auch gar kein Auto fahren die Woche, ne? Ja, genau. Wir nehmen so ein Pustegerät mit und halten einfach mal ein Promille in der Woche. Wir fangen morgens um 7 Uhr irgendwas mit unserem Zug an. Aber wie machst du das, wenn du nachts schläfst, so um 5? Ja, musst halt kurz den Wecker stellen. Du musst halt 1,5 vorm Schlafen haben. Genau, nee, musst du kurz einen Jäger kippen. 0,2 Bier kippen, wieder weiter schlafen. Oder ein Jägermeister, genauso klein. Das war ja sicher schon das Video, der Grund, warum wir auf der Gamescom alkoholabhängig geworden sind. Wie wir Peace vor die Wand gefahren haben. Danke, Simus. Ja, das war die Wahrheit über Koffein. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin. Ja. Hau rein. Tschüss.